Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wir sind im Quest für den großen Kreislauf und sollen den Ring abgeben für Dingsbums seine Frau, was weiß ich. Und deswegen sind wir auf dem Weg zum Altar und dürfen Elfen platt machen. Okay. Oh, wir müssen tatsächlich mal was nehmen. Prima. Okay. Wir sacken unsere Belohnungen ein. Und da ist der Altar. Zu Liordrans zurückkehren. So, den haben wir da abgegeben, den Ring. Dann machen wir uns mal wieder auf die Socken. Was hatte der noch? Furchtschuppenrüstung. Ja gut, dann gehen wir da mal lang. Hier waren wir auch noch nicht. Jawohl. Erledigt. Schwere Bannenkugel. Und erledigt. Napalsborke und Weißflocke werde ich nicht mitnehmen. Bücherregale gibt es hier auch nicht. Natürlich nicht. So, jetzt sind wir hier oben. Wir bekommen eine Abkürzung. Das ist toll. Runtergesprungen und dann müsste es hier nach rechts nach Hause gehen. Genau. Ja, und schon ist wieder einem Menschlein in Amalur geholfen. Es gibt immer noch etwas zu tun und es gibt ja tatsächlich immer noch auch Gebiete, die wir noch nicht angeguckt haben. Oh, da steht er, sitzt er, der Typ, dem wir das sagen sollen. Beeindruckend, nicht wahr? Hier wurde der große Niskaru Balor beschworen. Danke, dass ihr den Ring in die Höhle gebracht habt, Sterbliche. Alaya wird wissen, dass ich ihr treu bleibe und noch immer auf sie warte. Okay, Balor. Den haben wir ja schon besiegt gehabt. Seht ihr den Krater hier hinter mir? Er entstand, als Balor in diese Welt gerufen wurde. Als einer der großen Niskaru verfügte er über eine Macht, der kein Sterblicher gewachsen sein sollte. Es ist mir unverständlich, wie es jemandes Schicksal gewesen sein könnte, eine solche Bestie zu erschlagen. Der Wald der Klagen. Selbst hier verursachen die Tuatha Tod und Zerstörung. Als sie Balor beschworen, wurde das Gebiet vom Feuer verzehrt. Es wird lange Zeit dauern, bis auf dem Pfad der Verwüstung, den er hinterlassen hat, wieder etwas wächst. Liordran. Ich habe mich den Tuatha nicht angeschlossen, als sie kamen. Auch nicht, als andere, die mir etwas bedeuteten, ihrem Zauber verfielen. Ich folge nur dem großen Kreislauf und dem Gleichgewicht. Dieser Krieg, den sie führen, ist Irrsinn. Okay, gut. Ausbildung könnten wir machen, aber wir sind... Lebt wohl, Sterbliche. Wir sind schon gut genug, er freut sich und wir haben tatsächlich einen Stufenaufstieg geschafft, weil ich ja nebenbei immer auch noch weiter gekämpft habe. Und darum kümmern wir uns vielleicht, wahrscheinlich nicht mal an ein letztes Mal, denn ein weiteres Level-Up glaube ich nicht, dass ich das schaffe. Oh, jetzt können wir hier bei Alchemie Adept und so. Wir werden jetzt hier langsam immer besser. Aha, aha. Erhöht die Effektivität von Reparatur-Kit. Du kannst meisterhaft gefertigte Ausrüstung herstellen. Tja, ich jetzt am Ende ist vieles ziemlich egal, aber ich würde sagen, ich packe nochmal was tatsächlich in Schmiedekunst. Einfach, um nochmal zu gucken, dass man nochmal eine Waffe oder irgendwas herstellen kann. Ja, oder auch nicht, weiß ich nicht. Hm. Verstohlenheit lief bisher immer ganz gut, da wurde man gar nicht mal so schnell entdeckt. Handeln habe ich so gut wie nie irgendwie bedacht. Klar, dann kriegt man die Sachen günstiger, aber die meisten Sachen sind ja gar nicht mal besser als das, was wir so gefunden haben. Deswegen war mir Handeln über das Spiel immer gar nicht mal so wichtig. Ich pack mal tatsächlich noch was in Schmiedekunst. So. Du kannst meisterhaft gefertigte Ausrüstung herstellen, erhöht die Effektivität von Reparaturkits. Ja. Bin ich jetzt gut genug oder nicht?
Fallen werden auf der Umgebungskarte angezeigt, die Menge an Gold und so. Bannen könnte man auch, aber ach egal, das passt schon so. So, und dann kann man hier das aufwerten, aber ich wollte ja eigentlich immer so mehr machen, dass man die andere Ausrüstung mal tragen kann. Das war eigentlich so der Plan das letzte Mal. Ja, aber anscheinend, Stufe 1 von 4, da hätte ich wohl woanders noch was machen müssen. 5 von 5 haben wir schon. 5 von 6, da könnte ich erhöhen. Hier haben wir auch 5 von 5, mehr geht also gar nicht. Wahrscheinlich muss ich hier die unteren, hätte ich mal machen sollen. Langschwertmeister, Beben. Ach, tatsächlich, da wird es sogar mal höher jetzt hier. Dann kann man zum Beispiel unerbitterlicher Ansturm. Was hatten wir denn hier? Machtschlag. Deine Konzentration bei aktivierter Adrenalin ist derart hoch, dass sich deine Chance auf einen Volltreffer erhöht. Das ist natürlich auch nice. Unerbitterlicher Ansturm. Gewährt auf Kosten der Rüstung kurzzeitig Resistenz gegen Unterbrechung. Du kannst somit Treffer einfach abschütteln, musst jedoch ein wenig mehr Schaden in Kauf nehmen. Oder Nachbeben. Der letzte Treffer deines Bebens. Angriffs verursacht anhaltende Erschütterungen, die deine Gegner betäuben können. Darüber hinaus wird sämtlicher Schaden durch Beben erhöht. Aha. So, wie sieht's denn hier aus? Wir sind ja hier mega gut dabei mit unserer Raffinesse-Fähigkeit. Du agierst mit chirurgischer Präzision, fügst blutenden Gegnern höheren Schaden zu. Da könnte man natürlich auch nochmal einen reinsetzen. Wir haben nur nämlich 2 Punkte. Ich mache aber tatsächlich nochmal was in Macht. Ja, das mache ich jetzt mal, oder? Machtschlag. Nachbeben. Nachbeben ist auch schön. Mach mal zurück. Und dann hier einen rein und dann werden wir nochmal hier den letzten. Das ist natürlich völlig egal jetzt. Was ich hier mache, ist nicht mehr wichtig, weil das Spiel sowieso bald endet. Aber trotzdem muss man sich das ja überlegen für den Fall, dass man das noch weiterspielen würde. Wie würde ich es tun? Paralytische Gifte. 2 von 4. Exekution. 5 von 6. Gambit. Unsere Sprengstufen. Ach komm, wir haben das mal erledigt. Wir sind in Gambit super gut. Warum nicht? Und hier haben wir keine Punkte mehr, aber unsere Macht ist jetzt bei 21. Das ist nicht so viel, aber ist die Frage, kann man da mehr erreichen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Hier musste ich ja in Beben auch einen reinsetzen. Geht ja gar nicht anders, oder? Dass ich hier, doch, geht das schon? Ist dann der aber weg? Ach, der ist dann weg, ne? Ja, dann ist gar keiner mehr übrig. Das macht aber nichts. Virtuose sind wir im Moment. Ich möchte am Ende aber Assassine oder Waldläufer sein oder so. Ist ja auch irgendwie egal. Kann man sich ja machen, wie man will. Wobei mir fehlte irgendwie tatsächlich noch eine Errungenschaft für irgendwas, was ich noch nicht hatte oder so. Weiß ich nicht. Gibt ja hier so viele verschiedene Auswahlmöglichkeiten, die wir noch gar nicht hatten. Hüter, mit diesem Schicksal kannst du dich in den Nahkampf stürzen und jegliche gegen dich verwendete Energie in eigene magische Kraft umwandeln. Klingt auch cool. Arkanisten sind in der Lage, sich über kurze Distanzen zu teleportieren und praktizieren eine finstere Form der Magie, die von anderen gemieden und gefürchtet wird. Mit diesem Schicksal steigt deine Chance, Volltreffer zu landen. Das ist ja wohl auch mal geil. Arkanist. Aha, Schrecken garantierter Volltreffer gegen Gegner in Panik. Blinzeln. Teleportation. Das ist bestimmt cool. Wäre cool gewesen, wenn man das genommen hätte. Aber ich wollte ja immer der einzelgängerische Waldläufer sein. Oh. Nein, wir sind noch nicht fertig. Wieso? Wir hatten doch hier Schmiedekunst genommen. Wo ist das Problem? Hä? Ja, ist doch alles in Ordnung. Bestätigen. 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 So. Wir toller Waldläufer. So. Ja. Das so zu dem Thema. Also man hat immer noch so viele Möglichkeiten. Hier liegen Niskaro auf diesem Weg, den ich ja noch nie gegangen war vor. Da kam aus dem Boden tatsächlich richtig so Dämonen raus. Hätte man euch schön zeigen können. Wusste ich aber nicht, als ich hier lang ging. Und hier bin ich nie irgendwie lang gelatscht. Und dann kommen die hier auf einmal aus dem Boden gesprengt, Niskaro und wie gesagt noch die dazugehörigen Oberdämonenviecher, aber so wie die hier. Genau, so einer.
So einen meinte ich. Sag ich doch. Genau das habe ich gemeint. Geil, kortianischer Helme, Kram. Ja, genau so einen meinte ich. Was, wie nennt man die? Nyskaro-Tyrann. Ja, und davon habe ich bestimmt 3 Stück auf den Wegen hier. Und da kommt sogar so dann so diese Special-Boss-Kampf-Musik. Kortianischer Helm. Das ist ja geil. Und unsere Macht reicht immer noch nicht, obwohl die jetzt schon besser ist als vorher. Könnte natürlich aus Spaß mein Schicksal aufdröseln und alles nochmal neu setzen, sodass ich am Ende ein bisschen mehr Macht habe als jetzt, um die ganzen tollen goldenen Set-Teile nochmal anziehen zu können am Ende, um die nochmal vielleicht vorführen zu können. Aber ich weiß nicht, ob ich mir die Arbeit mache oder nicht, das entscheide ich dann noch. Ist toll, wir haben sogar mal was bekommen. Das ist schön. Ja, ja, doch. Das sieht natürlich auch schicki aus, aber so im Set merke ich doch, dass selbst wenn der Oberwert nicht so super ist, sind die Unterwerte einfach im Set ziemlich gut. 32% Volltrefferschaden haben wir im Moment hier bei unserer Weste. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich werde jetzt mal hier irgendwas zu mir nehmen, weil damit wir wieder was aufnehmen können. So, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, warum ich hier langlaufe, weil eigentlich müssen wir ganz woanders jetzt hin. Aber naja, wir sind ja hier noch nie lang gelaufen, ne? Haben wir ja festgestellt. Vielleicht kommt ja noch so einer. Guck mal, da kommen sie alle. Wo denn, wo denn? Da. Huata-Soldaten, wie haben wir sie vermisst? Wieso kommen denn so viele jetzt? Könnt ihr mal aufhören wegzulaufen? Erst greift ihr mich hier an. Hallo. Mann, das sind aber auch viele jetzt hier. Und wieso läuft er weg? Ach, er kommt wieder. Dann komm mal wieder. Mach euch alle platt hier, ihr Tuata-Schweine. Dann ist das endlich vorbei mit euch. Niemals. Nie ist es vorbei mit denen. Na gut. Ihr wolltet es ja so. Ich hätte euch auch in Ruhe lassen können. Aber nein. So, hier waren wir anscheinend auch noch nicht. Hier sind nämlich voll viele Gegner. Das war er. Ach doch, da sind aber schon einige von mir erledigt worden. So, er noch. Wunderbar. Doch, 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 doch. Hier waren wir schon. Zumindest ich offline. Muss man ja auch mal hier so ein bisschen rumgedüdelt haben, ne? So gegen Ende des Spiels einfach nochmal so ein bisschen durch die Gegend laufen. So, ich höre hier irgendwie Boggarts oder so. Sind die ja? Boggarts! Und ein Walker! Ja.
Na. Prima. Mann, hier ist aber auch was los hier. Gibt's ja gar nicht. Nee, ich will den ganzen Kram auch gar nicht haben. Gib mir noch mehr Kohle. Kohle wollen wir immer, auch wenn wir das auch gar nicht mehr brauchen. Meine Güte nochmal. So, jetzt verschwinden wir aber hier, glaube ich, mal aus der Gegend und suchen uns einen neuen Quest, und zwar Gedenken. Aedran Tyr hat mir die Geschichte eines unbekannten Varani-Söldners erzählt, der in der Schlacht sein eigenes Leben opferte, um das des Alpha-Soldaten zu retten. Möglicherweise gibt es auf dem Schlachtfeld in Dammwald noch Hinweise auf diesen Mann. Und da reisen wir jetzt mal hin. Das ist nämlich auch, müsste eigentlich noch auf dieser Insel sein, genau. Und das ist hier in der Nähe von Messenger, deswegen reisen wir nach Messenger. Bleiben auf der Ostküstenseite und kümmern uns um die Leiche. Wenn wir sie denn finden. Ja, nun mach schon. Vielen Dank. Das ist der Weg aus Melsenshire raus, auch schon eine Weile her, dass wir den gegangen sind. Aber genau das ist unser Plan. Ach Leute. Ich möchte trotzdem weiter in die Richtung laufen. Ja, und da ist er ja auch schon. Och je. So, blutgetränktes Tagebuch. Hier gibt es wieder was Neues von uns zu lesen. Dann wollen wir das mal lesen. Ach ja, schön ist das ja nicht, der arme Mann. Aber dann weiß er wenigstens, dass die Leiche gefunden wurde. Tagebuch, Tagebuch, Tagebuch. A, B, C, D, E. Da, ein blutgetränktes Tagebuch. Das Tagebuch von Jalna Rügan. Ilera selbst ist mit Begleitung eingetroffen. Es heißt, sie führt eine Waffe bei sich, die den Dämon besiegen kann. Ich hoffe, es stimmt. 6 Jahre Kampf. Ich erinnere mich nicht, wann sie aufgehört haben, mich zu bezahlen, doch ich bleibe. Diese Alpha haben etwas an sich. Sie sprechen unsere Sprache nicht. Sie hören nicht auf die See oder den Sturm. Doch sie haben eine gewisse Ehre. Und die Tuata... Diese Hunde haben den Tod verdient. Sie sind Monster. Nichts, was die Natur je gesegnet hat. Ich kämpfe inzwischen, weil ich gesehen habe, was sie tun, weil ich meinem Herzen weiß, dass es nicht gut ist. Morgen wird es ein Ende haben. Wie es auch ausgehen mag, wenn ich überlebe, gehe ich nach Hause an die Eisbruchküste zu meinem Bruder. Ach ja. Traurig. Dann gehen wir mal wieder zurück. Auch in der Ecke waren wir nicht, deswegen kamen da auch welche rausgesprungen. Ach ja, naja. Wieder zurück nach Melsenshire. Hallo. So, den guten, den habe ich hier an der Seite gefunden. Denn ich bin ja auch, um die weiteren Abenteuerbücher zu finden, überall rumgelaufen. Hier, da bist du. Aedran Tyr. Ein Tagebuch? Lasst mich sehen. Dieses Buch könnte dem Mann gehören, der mein Leben gerettet hat. Er spricht von einem Bruder an einem Ort namens Eisbruchküste. Vielleicht werde ich dorthin reisen und diesem Mann sagen, wie sein Bruder starb, wenn dieser Krieg vorbei ist. Ich danke euch, Heldin. Dieses Buch hat mir ein wenig Frieden verschafft. Das ist schön. Erzähl noch mal was über dich. Ich bin ein Krieger, nichts weiter. Ich gehe, wohin man mich schickt. Ich vergieße mit meinen Kameraden auf der Mauer Blut, bis ich falle oder bis keine Feinde mehr übrig sind. General Tilera. Sie war die größte von uns allen. Was dort geschehen ist auf der Mauer, ich wusste, sie würde ihre Ehre wiederherstellen. Lyria sei Dank, dass sie hier war und dass sie ihr Leben nicht umsonst gegeben hat. Ja, das war traurig damals, dass sie da sich opferte. Die Schlacht von Melsenshire. Ich glaubte nicht, dass das Schicksal uns diesen Ansturm überleben lassen würde. Das Schicksal mag nicht auf unserer Seite sein, doch ihr seid es.
Melsenschir. Melsenschir ist seit 7 Jahren meine Heimat. 7 Jahre des bitteren Kampfs. So dankbar ich auch für seine starken Mauern bin, ich sehne mich nach einem neuen Horizont. So, ihm haben wir auch geholfen und habe natürlich gerade keinen aktiven Quest wieder ausgewählt. Das ändern wir jetzt mal. Als nächstes machen wir ein fesselndes Buch oder doch mit Jakasen reden. Ich weiß es noch nicht. Wir sehen uns im nächsten Part von Kingdoms of Amalur. Da folgen dann die restlichen Nebenquests und ja, es ist absehbar, dass das Ende naht. Immer noch und immer weiter. Aber ich wollte halt die Nebenquests nicht ausfallen lassen, nur weil ich jetzt noch weitere Leute gefunden habe. Dachte ich so, entweder ich breche jetzt trotzdem ab, obwohl es noch weiter was zu tun gibt, dann mache ich das alleine offline und dachte, komm, das schaffen wir auch noch zusammen. Also sehen wir uns in den restlichen nächsten Parts von Kingdoms of Amalur. Bis dann!